Hallo zusammen. Wenn man mit der Freundin oder dem Freund zusammenzieht, ändert sich einiges. Gerade was die Finanzen betrifft. Ich habe mich für euch mal erkundigt, auf was man achten muss, wenn man ein gemeinsames Konto anlegen möchte. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die gemeinsamen Finanzen regeln kann. Miete, Lebensmittel, Telefon und Internet. Wer zahlt was? Bevor der eine dem anderen umständlich jeden Monat seinen Anteil der jeweiligen Kosten überweist, ist es geschickter, ein gemeinsames Konto anzulegen. Auf das überweist jeder seinen Teil der Miete oder anderer Lebenshaltungskosten und von dort aus gehen die Beiträge dann per Dauerauftrag raus. So erhält man einen besseren Überblick über die gemeinsamen Kosten. Um ein gemeinsames Konto zu eröffnen, muss man übrigens nicht verheiratet sein. Es gibt zwei Alternativen, das Und-Konto sowie das Oder-Konto. Beim Und-Konto kann man nichts ohne das Einverständnis des Partners machen. Nicht einmal eine Überweisung. Das hat zwar den Vorteil, dass beide Partner immer genau wissen, was von dem Konto abgebucht wird, aber in der Praxis ist diese Variante ziemlich umständlich. Zumal man beim Und-Konto keine EC-Karte bekommt. Im Alltag deshalb eher untauglich. Das Oder-Konto ist dagegen geeigneter und leichter zu handhaben. Bei diesem Konto können beide Kontoinhaber ohne das Einverständnis des anderen mit dem Konto arbeiten. Zwar hat man nicht mehr die absolute Kostenkontrolle, aber im Alltag ist diese Variante deutlich praktikabler. Du musst beispielsweise nicht mehr das Okay deines Partners einholen, wenn du im Supermarkt den Wocheneinkauf mit der Karte bezahlst. Ein Oder-Konto bedeutet aber auch, dass beide für das Konto haften. Macht einer der beiden Schulden, haften dafür beide. Auch wenn sie nur einer verursacht hat. Man muss sich also gut aufeinander verlassen können. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr eure gemeinsamen Finanzen regelt oder was ihr zu dem Thema schon alles erlebt habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach mich. Bis bald!